Teil, wenn man halt irgendwie auch so die Sichtpunkte so eingestellt wird, das alles irgendwie auch so ist. Ja, dann halt, wenn man etwas macht. Dann ist es nicht echt schwenkt, ne? Ja, nicht so weit. Beim Heli habe ich wirklich das Gefühl, dass man ein bisschen länger warten muss, bis man zumachen kann, das Auto. Beim Heli. Wo müssen wir jetzt hin? Zu 24. Das ist da fast ganz unten. Jo, also ich sag jetzt mal so, wie ich jetzt es gespürt habe. Also am Anfang war es eher so, ich musste so. Ja, immer über diesen Teich hier, Jib, und jetzt muss ich eigentlich immer nur noch hier so, ja, so hier rüben lang oder mal hier rüber, aber eher weniger woanders lang. Ja, Schwarzmarkt-Lizenz habe ich schon, das habe ich aber, glaube ich, schon mal gesagt. Ja, nehmen wir mal das Feld hier hinter. Genau. Schwarzmarkt-Mitgliedschaft, ja, und so, ne. Können wir auch, glaube ich, sagen wir auch mit hier in der Nähe. DP24, würde ich sagen. Ich sehe jetzt eigentlich allen DP24, aber direkt so in der Nähe, weil ich das wirklich auch nicht so leicht lasse. Also ich spüre. Ich spüre auch, ich spüre. Ja, und andere Möglichkeiten bin ich jetzt eigentlich schon überall. Weißt du, das habe ich nicht. Nein, das sage ich mal nicht bei allen DPs, aber ich habe bei allen bis jetzt. Ja, ich glaube bei. Ja, DP1 war ich noch nie. Ja, DP1 war ich glaube ich noch nie. Ich. Also es war noch nicht bei allen, aber bei den meisten habe ich auch gute Landemöglichkeiten. Einfach auf die Straße zu landen. Und da ein bisschen geschult ist, dann geht das noch. Einfach, ja, natürlich. Freier und so. Ja, ist da gerade neben meiner Posi was. Ach, Staatsgefängnis. Warum können wir immer im Staatsgefängnis raus? Jetzt sag mal, ich weiß gar nicht, ob es dafür eine wenn es eine Straftat ist, dann meistens ja, wenn es keine ist, dann ich das so machen gegen Geld. Geld rumgehört. Leute, jetzt würden jetzt mein ganzen Money machen. So, ja, das ist so, das ist eigentlich so geplant, dass das ganze Projekt jetzt hier. In Vorbereitung auf unseren geplanten 24-Stunden-Stream sein wird, der zu Himmelfahrt stattfinden wird, wahrscheinlich von Freitag zu Samstag oder von Donnerstag zu Freitag, das sind wir uns ja nicht so ganz sicher, wie das machen werden. Auf jeden Fall, darum geht es halt eben, dann würde der Boden hier fahren. Ja, nicht mit Teles und sowas. Aber ja, das ist jetzt eigentlich das Ziel, deswegen kann man es relativ viel machen, weil optisch ist Teles zu liegen, kaufen, all mögliches. Ausrüstung, Waffen und so. Also. Ja, ich möchte jetzt aber auch noch nicht viel zu beraten, denn das alles, was man da planen, ist natürlich auch so ganz so wirklich so 100% so stattfinden wird, wie wir es uns gedacht haben. Das hätte ich gesagt. Wir wissen es ein bisschen mehr. Wir hoffen, dass es auch so funktioniert und alles stattfinden kann. Okay, DP24 war ich doch schon. Ich dachte, das erste Mal wahrscheinlich war ich nicht gefahren. Doch, hier war ich schon mal. Ach, dann lande ich bloß immer auf der Straße.
Nein, auch gleich kriegst du mal auf die Straße. Das weiß ich aber wirklich nicht, wie es so hier auch. Das Tor hier auf. Ah, wieder 15k. Jetzt sind wir schon bei 30k. Noch 2, okay. Das war ganz oben, ne? Kann man eigentlich gleich mal einstellen. Ne, ist nicht ganz oben. Ist die 4. Verwechsel ich immer, Alter. Was hab ich gerade? Frame Einbrüche. Trotzdem mal gucken. Jetzt wirklich kein Idiom. Okay. Okay. Ja, das wird jetzt nochmal eine Route, wo wir richtig schön viel Money bekommen. Da ist auch gleich die ATM in die Nähe. In die Nähe. In die Nähe, Junge. Aber es ist auch relativ schwierig so zu landen. Ach, habe ich ja schon. Relativ schwierig. Ich weiß gar nicht. Ich habe mir hier irgendwie. Ich glaube, wir richten uns dann erstmal aus und gucken dann mal im Flug, ob da irgendwie auf was. Beistunden, da kann man da keinen Namen zu nehmen. Kann man ja an der Tankstelle. Ja, fliegen wir direkt drüber. Ich weiß auch. Weil wir uns natürlich die ganzen Tankstelle auf der Höhe einstellen. Wenn es überhaupt nicht anstellen ist. Wir kommen ja auch mal wieder in Richtung die Kaballe an. Ah, ich bin auch mal wieder geil. Das hab ich lange nicht mehr gemacht. Das ist eigentlich nicht so, wie sich unsere Großstadt verändert hat. Das ist ja nicht unsere Hauptstadt. Das ist ja die Hauptstadt von Haus. Ja, schön für uns. Und ich versuche jetzt auch nicht bloß ein Spiel rumzuholen, sondern auch mal Spaß mit dem Kommunikationstechnischen Sachen leuchten. Ist der überhaupt hier so leise? So, okay, geht doch. Oh, das sind richtig Ohrenschmerzen. Das ist doch ein bisschen zu leise. Mindy's Kinder, ey. Okay, das ist nur. So. Ja, weil ich bin zwar eigentlich sonst auch mit Headset, aber wenn du dann redest und du verstehst wirklich kein einziges Wort mehr, was du selbst sagst, das ist ja nur eklig, weil du willst dann irgendwas und hoffst schon. Das ist ein ganz komisches Gefühl, wenn man irgendwas labert und man es nicht hört, was man labert. Komisch, wenn man Gülle labert und man nicht hört, dass man Gülle labert. Und der Wasserarchäologie ist ja hier, ne? Oder irgendwann die Scheiße tauchen musst. Steine. Habe ich jetzt noch nie in der Bus, das kann ich ja nicht immer machen. Ja, eigentlich könnte ich das mal machen, demnächst mal in die Bus zu gehen. Ja, genau. Ach, es fängt an zu regnen. Ja, Jungs, wenn es jetzt anfängt zu regnen, dann muss ich hier mal kurz hier was machen. Ich habe gerade so einen schönen Punkt hier. Bestimmt irgendwo ein schönes Plätzchen finden zu landen. Da immerhin einen kurzen Weg hier. Klein da, vielleicht bin ich auch gar nicht so groß, aber sicher ist sicher und deswegen nicht mal kurz hier. Ein bisschen mein Kleber hier stationieren. Das ist nicht so irgendwelche Stein oder ein bisschen nach der Hut. Da weiß ich von der Karte her, dass man sichtbaren hier, dass man hier landen kann. Und da stehe ich jetzt auch niemand im Weg. Und kann da mal kurz das abchecken, ob alles leerchen ist. Und ja, wenn auch niemand die Parts nicht allzu lang und zu groß sind, also die Parts werden auch nicht allzu groß. Wie, was ist das? Das ist krass. Ich dachte schon, was könnte hier. Okay, mir ist auch einigermaßen gerade. Motor ausmachen. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich, ciao. Gut, hier bin ich auch schon wieder. Ich werde jetzt mal mein Headset umsetzen, dass ich jetzt bloß auf ein Ohr den Sound habe.
weil mir das gerade ziemlich mit der Lautstärke auf die Eier geht. Weil ich könnte eigentlich kurz mal gucken, wie es überhaupt in der Aufnahme ist. Also, ich gucke erstmal, wie die Lautstärke in der Aufnahme ist. Bis gleich. Gut, jetzt habe ich noch mein Audio angepasst. Ich habe jetzt gemerkt, dass der wirklich viel zu laut war, weil ich eigentlich gar nicht gedacht habe. Aber hier ist nochmal Heli. Sollte jetzt deutlich leiser sein. Ich habe jetzt auch wieder das Standard-Audio von den Effekten gestellt. War mir gar nicht so bewusst. Aber ich habe ja eigentlich probiert, mal Ring auf einzumachen, aber anscheinend ist es aber auch nicht so ein Ding hier. Ich muss halt eben nicht mehr aufpassen, wie ich das da gestalte. So, dann wollen wir jetzt mal uns aufmachen zu tanken. Dann zu DP Disco. Weil es unter Wasser angeht, da muss man auch mit Dingen betreiben. Ich hab Bock drauf. Ah ja, man ist halt eben, das fliegen wir gerade nicht. Mal den auch ab und zu mal ein paar kleinere bzw. größere Inseln, die sind auf dieser schönen Landschaft hier. Sind auch unsere schon. Immer geil wäre, wenn es Stellen gäbe, wo diverse Sachen versteckt sind oder sowas, wo du Zusatzquests machen kannst. Der Transporter oder sowas, was dann nochmal richtig schön Money gibt. Aber naja. Und dort drüben ist dann so ein Supporter Shop. Das habe ich mir übrigens mal angeguckt mit Supporter und sowas. Wo man so just for fun ist, nicht weiß man wo. Und pach. Das ist schon relativ teuer. Ist so, wenn ich mein scheiß Mobiltelefonanbieter anrufen will, der mir auf die Eier geht und irgendwelche sinnlosen Fragen stellt, aber der darf eh mit mir nicht reden, weil ich nicht den Vertrag abgeschlossen habe. Totale Schwachsinnigkeit hier. Dann rufen die dauernd wieder an, dann gehst du eh mal ran, dann sagen die das und dann rufen sie eh nicht mehr zurück. Und seitdem. Oh, wo stehen hier los? Was da los? Okay, jetzt können wir nochmal hier ein bisschen auschecken. Immer schön, ja, weißt du, okay, der geht das ab. Ich würde so sagen, okay, da ist gerade ein verdächtiger Person oder so, ne? Ist irgendwie so ein bisschen schön. Da ist das manchmal auch die Leute ein bisschen was überweisen. Wenn du das gerade mit dem Bug vom Side-Channel ziehen auf die Nerven. Na, ich bin wieder hier. Ich bin in die bergliche Region. Ja. Okay, da ist ein anderer Heli. Ey, das ist jetzt wahrscheinlich bestimmt gut. Der war ziemlich komisch. Bloß hier. Zum Dank. Da. Ach, das ist. Das ist ein kleines Stück, wenn ich das gesehen habe. Wir sind gerade übelst so. Das ist gerade nervenerregend. Sehr, sehr hoch sind wir sogar. Mal gucken, dass wir hier ein bisschen. Ich manövriere eigentlich nicht so gerne. Gehe ich dann lieber noch ein Stück weiter runter und dann ist es dann noch. Ich denke, ich auch, dass ich jetzt keine Strafe und Böne bekomme, aber das machen wir nicht dann. Was willst du machen, oder? Dann fährt ich ja in den Verkehr. Schon mal gut, dass ich die Zipfelreichung langsam ausstelle, weil die gehen nämlich ziemlich auf die Erde. Weil die erleben nur mit Tod. Was beim Steam nicht so ist, glücklicherweise. Wobei ich aber ehrlich gesagt das sehr, sehr glücklich tue, was bei Steam nicht so ist.
Das nimmt ja eigentlich gar nicht mehr. Bei 7 war okay, ploppt auf, ploppt mir ein Spiel auf. Ja, Origin ploppt nur auf, wenn du auf Desktop bist. Nur bei mir. Dann gibt er immer diese Unschuld. Hier habe ich auf die Nerven. Ich hab jedes Mal dann. Okay, hast gemerkt, okay, du zockst. Jo, ist das Seminarium, wirst du ausschalten. Dieses wieder. Das ist immer noch Schatz. Ich sehe überhaupt aus und die Money haben wir jetzt. Wir wollen ja dann erstmal den ganzen. Aber nach dem Turm müssen wir erstmal unser Geld zurückhaben. Also, weiß ich jetzt komplett heute von oben. Oh, wir wollen so. Das war ja leicht versteckt. Ach, da bin ich doch immer nicht direkt auf der Straße, weil ich immer nie hingekommen bin. Bin so da im Hof drin gelandet, also total grüne Landesache. Ich lebe das erste Mal so mehr noch natürlicher gelandet. Da war ein Strauch. Das mit Schwebeflug. Das durfte eigentlich nicht so passieren. Aber auch immer schwer dort zu landen. Wo ich mal lande. Das ist hier nicht so eine ganz einfache Stelle. Weil egal wo du landest, ist es einfach scheiße. Okay, ich lande dort drüben. Dort wo ich immer gelandet habe. Gelandet bin. Ziemlich tricky. Das ist immer zurückschwemmt und hat ich mir gedacht habe. Halleluja, ich hasse das hier. Ich glaube jetzt hier. Wir haben jetzt Wasser. Der DB2 ist wirklich so eine richtig assige Stelle. Ist nicht ohne. So, dann gucken wir mal. 31.000 Zugang. Naja, auf jeden Fall alles rein. Und zwar 15 das mal. Da kommen wir ja, glaube ich, sogar mal her. So, 73.706 einzahlen. Und da haben wir schon wieder mehr Geld. Update. Zurück zum Heli und dann fliegen wir zu DP15. Kann ich auf die Uhr geguckt, wie lange ich schon aufnehme. Nicht schön, DP15, das ist doch das, wo man glaube ich als erstes hin muss. Nee, das ist. Das ist mein Lieblings-DP. Weil man dann direkt neben dem DP so eine schöne große Wiese hat, wo man gut landen kann. Genau, ich klemme hier mal. Ich starte erstmal. Das ist nämlich ein Trick. Da hätte ich jetzt gleich ein Stück nach vorne schnell würde und. Okay, alles klar. Alles klar. Was ja hier angeblich die weiteste Route sein soll, die es gibt, ist ja von DP 8 nach DP20, wo man am meisten Money bekommen soll. Wobei ich eher sagen würde, DP 4 zu DP 20 ist nicht so weit. DP 8 zu DP 20. Hatte ich auch noch nie das Gefühl. Die zu viel. Ich sag ziemlich traurig. Die werde ich ihm schon gerne mal gefunden. Und zu wissen, wie viel Geld man hat. Sieht ja aus mit dem Öl hin, bei der Ölwaffe. Sieht relativ frei aus. Da fährt gerade ein Auto. Okay, das ist ein Helikopter mit der Skurreifing. Genau, ist ein Helikopter mit einer Escort. Da hat er eindeutig gesehen, wie da zwei Hemds gleicher Art und Heli führen. Ich auch den schon. Wo ist das wahrscheinlich der Heli? Wie attackt? Müsste der eigentlich, ja.